So, ich warte noch kurz auf die Aufnahme und die PowerPoint. Ja, gebetet haben wir gerade schon, dann müssen wir das jetzt nicht machen. Es geht heute weiter mit meiner Story. Wir reden immer noch, ist ein bisschen weit unten, wir reden immer noch über die Umsetzung göttlicher Prinzipien als Richtschnur unseres Handelns. Das ist die Themenreihe und ich will jetzt erstmal am Anfang so einen kleinen Überblick geben und nochmal ein bisschen zurückschauen, was wir bis jetzt uns angeschaut haben. Erstmal haben wir gesagt, göttliche Grundsätze und Regeln, die sich ein Mensch zur Richtschnur seines Handelns macht, durch die er sich in seinem Denken und Handeln leiten lässt, die sein Leben bestimmen. Das ist so die Definition, die ich geben würde für göttliche Prinzipien. Und in jeder Lebenssituation, die wir haben, die auch alle sehr unterschiedlich sind, können wir uns diese Prinzipien Gottes zu Hilfe nehmen. Aber wir können auch sagen, wir nutzen unsere eigenen Grundsätze, wir entwickeln unsere eigene Moral oder wir schauen, was die Gesellschaft uns so an moralischen Grundsätzen vorgibt. Aber wir beschäftigen uns heute mit den einzig wahren Grundsätzen, weil ich glaube, dass Gott die Grundsätze gesetzt hat und dass es nur einen wahren Grundsatz Gottes gibt und keinen anderen Grundsatz daneben. Und wisst ihr, was Freiheit gibt und was Frieden gibt in so einer angefeindeten Welt, wo wir von Erdbeben und Überflutungen und so viel Unheil hören? Ich finde, Freiheit und Frieden gibt es im Herzen genau da drin, dass wir Gott an unserer Seite haben, dass wir Gottes Prinzipien haben, die, an denen nicht zu rütteln ist. Es gibt ja dieses Bild von dem Leuchtturm in der Brandung, der steht fest, weiß den Weg, egal wie das Wetter gerade ist, ob es ruhig ist im Leben oder ob es Stürme gibt im Leben, dieser Turm, der steht. Und das gibt Frieden und das gibt Freiheit. Und zusammengefasst, was wir uns angeschaut haben bei diesen Prinzipien, bei diesen festen Prinzipien, wir haben erstmal angeschaut, okay, woher kommen die? Von Adam und Eva, wie Gott das erschaffen hat. Und dann haben wir uns in dem ersten Vortrag angehört, auch ein Beispiel am Philemonbrief genommen, wo wir einfach gesehen haben, das sind Prinzipien, einfach so als Beispiel haben wir den Philemonbrief herangezogen. Und dann letztes Mal haben wir begonnen mit Römer 12, Vers 2. Wo habe ich jetzt? Ah, hier. Wir haben angefangen mit Römer 12, Vers 2 und dort steht: Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das sind so eine Gliederung in drei Punkte. Und den letzten Punkt haben wir letztes Mal besprochen, das war die Sündenerkenntnis. Ne, wo wir uns angeschaut haben, okay, das erste, was der erste und wichtigste Punkt ist, die Erkenntnis. Da sind wir in die Bergpredigt gegangen, wo Jesus auch die Seligpreisung macht und sagt, Leute, Jünger, sagt er, sagt zu den Jüngern, das Allerwichtigste, die allerwichtigste Eigenschaft eines Christen ist es, zu erkennen, dass man vor Gott nichts darbieten kann. Dass wir vor Gott geistlich arm sind. Und arm bedeutet, dass wir von ihm etwas empfangen, wie ein Bettler, der auf Hilfe anderer angewiesen ist. Und wir als Menschen sind eigentlich nichts als Versager, die es eigentlich verdient hätten, auf ewig von ihm getrennt zu sein. Aber Gott liebt uns und in Jesus sind wir dann etwas, was wir vorher nicht waren. Vorher waren wir nichts. Das mussten wir erkennen. Aber in Jesus sind wir etwas. Und wenn er unsere Herzen erfüllt,
dann haben wir die Zuversicht, dass wenn diese Welt zu Ende ist mit diesem ganzen Leid, mit diesem ganzen Unfrieden, dass wir dann auf ewig befreit von diesen Problemen, von dieser Gefangenschaft der Sünde, dass wir dann auf ewig befreit sind und auf ewig leben können mit ihm zusammen. Aber das Erste, bevor wir überhaupt irgendwas machen, ist es, dass wir unsere verschlossenen Augen, dass wir die öffnen und erkennen, das ist der Zustand, den wir haben, dass wir geistlich arm sind. Und manche Menschen denken, nein, wir haben doch etwas und ich habe doch das und ich habe doch das gemacht und das gespendet, aber die Realität sagt, dass wir gar nichts haben. So viel zur Einleitung und zum Rückblick. Gottes Hilfe brauchen wir. Das sage ich mal als Punkt von der letzten Predigt. Gottes Hilfe, die brauchen wir. Und es geht heute um den zweiten Punkt. Es geht um die Wandlung unseres Sinnes, um die Erneuerung unseres Sinnes, um unsere Sinneswandlung. Und da haben wir gesagt, okay, das lässt sich darstellen in der Bekehrung. Um die Bekehrung soll es heute gehen. Und am Anfang möchte ich erstmal etwas klarstellen, dass die Bekehrung ein ganz persönliches Thema ist. Also kannst du heute ganz persönlich dieses Thema auf dich anwenden. Und wenn du nicht weißt, was Bekehrung heißt, dann erkläre ich dir das heute Stück für Stück. Aber es ist natürlich auch was dabei für diejenigen, die schon bekehrt sind. Das ist der Großteil hier. Für euch ist das auch sehr wichtig, dass wir uns heute anschauen, die Fragen, ja, das war vom letzten Mal noch, ne, die Erleuchtung, dass wir uns anschauen, die Fragen, was heißt Bekehrung? Warum brauche ich Bekehrung? Wer kann bekehren? Wann kann ich mich bekehren? Dann, wer kann bekehren? Und was liefert die Bekehrung? Um diese Punkte soll es heute gehen. Und wie gesagt, das Thema ist auch für dich interessant, der du heute schon bekehrt bist. Und auch für diejenigen, der noch nichts damit anfangen kann. Also ich habe das so aufgebaut, es soll wirklich ganz einfach sein und wir schauen uns die Themen einfach an und für diejenigen, die schon bekehrt sind und die das auch interessiert, dann hört jetzt bitte zu, weil ich finde, auch ein Bekehrter braucht immer wieder aufs Neue ein Bewusstsein für Bekehrung. Und ich finde, wir Bekehrten, wenn ich uns jetzt mal in einen Topf schmeiße, aber auch ich, wir sind von Sünde versucht in unserem Leben und die Sünde versucht sich immer wieder in uns einzupflanzen, um jeden Preis. Aber mein Entschluss ist es, und ich hoffe auch eurer, das soll so die Grundlage für heute sein, dass wir von diesen Sünden uns lossagen und durch den Prozess der Heiligung halt zu einem auf Jesus schauen und die Sünden in unserem Leben sein lassen können. Zuerst will ich, ja, feststellen, dass eine Bekehrung ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Ich habe vor 18 Wochen geheiratet. Und viele aus unserer Jugend jetzt unmittelbar danach, gestern schon wieder. Und in der letzten Zeit musste ich, und ich denke diejenigen, die jetzt auch vor kurzem geheiratet haben, wir mussten viele Entscheidungen treffen. Und ich finde auch ganz besonders finanzieller Art. Erstmal mussten wir überhaupt entscheiden, dass wir heiraten. Aber dann auch bei uns war das, okay, wie kaufen wir jetzt die Küche, neu oder gebraucht, mit Leonies Ausbildung, wie geht es da weiter? Man muss sich irgendwann mal entscheiden in der Ehe, okay, wann will man wie viele Kinder haben? Bauen wir irgendwann mal ein Haus oder wollen wir auswandern vielleicht in ein Land? Und ich glaube, wir können nachvollziehen, jeder für sich, sobald man das warme Nest verlassen hat, gehen diese Entscheidungen los. Ob man will oder nicht. Man steht jetzt auf eigenen Beinen und das sind jetzt nicht nur Entscheidungen, so stehe ich jetzt 5 Minuten früher auf morgens, damit ich ein bisschen früher zum Bus losgehen kann. Das sind so unwichtige Entscheidungen, finde ich. Aber jetzt kommen so richtig Entscheidungen, die auch richtig Auswirkungen haben auf mein Leben. Und irgendwie läuft es auch irgendwo anders als geplant. Man hat nicht mehr so die Gewissheit wie vorher. Und man könnte jetzt meinen,
bei diesen ganzen Entscheidungen, wenn man jetzt jemanden hat, so wie ich, der am Anfang noch steht und oder jemand, der am Ende steht, wenn man jetzt mich neben eine ältere Person stellen würde, dann könnte man meinen, ja okay, die Jahre verziehen, das Leben, das läuft so an einem vorbei mit all seinen Entscheidungen. Und ich habe das verglichen wie so ein Fragebogen. Wenn man so beim Amt oder so was ausfüllen will oder auch so bei vielen Prüfungen, so Multiple-Choice-Aufgaben mit ganz vielen Kreuzchen setzen, dass unser Leben wie so ein Fragebogen ist. Ne? Wir gehen Seite für Seite, Jahr für Jahr durch und haben unsere Entscheidungen und setzen unsere Kreuzchen da. Okay, machen wir das jetzt hier so oder so oder so. Und so läuft unser Leben ab. Und bei diesen ganzen Entscheidungen schauen wir jetzt mal in die Bibel. Behaltet dieses Bild mit diesem Fragebogen mal im Kopf. Und wir schauen jetzt mal in die Bibel, wo wir von dieser wichtigsten Entscheidung was sehen. Und dazu schlagen wir mal auf Lukas 5, ab Vers 1. Schlag das gerne mit mir auf, dann können wir zusammen das lesen. Wir lesen jetzt erst, also die ersten Verse will ich zusammenfassen. Jesus ist hier wieder von ganz vielen Menschen umringt. Ganz viele Menschen wollen ihm zuhören und er steht da an einem See und sieht dann die Boote von den Männern, von den Fischern und sagt, ey, darf ich aufsteigen? Hier, fahrt mich mal ein bisschen raus, damit ich ein bisschen besser sprechen kann zu den Leuten, ein bisschen Abstand habe und damit die mich auch besser hören können alle. Und sie fuhren ihn dann raus und als er dann mit seiner Predigt fertig war, wandte er sich zu den Männern in seinem Boot zu. Und vielleicht kennen einige die Begebenheit. Diese Leute, das waren Fischer. Und sie hatten die ganze Nacht über versucht, Fische zu fangen, aber keinen Fang gehabt. Kein einziger Fisch haben sie gefangen. Und sie hatten auch Erfahrung mit Fischen. Ne? Das waren nicht so Hobbyfischer, sondern das waren richtige Berufsfischer, könnte man sagen. Und Jesus sagt jetzt zu diesen Fischern, nachdem die ihm gesagt haben, dass sie nichts gefangen haben, sagt er, fahrt nochmal raus, dort, wo das Wasser tief ist, und werft nochmal die Netze raus. Und erstmal wundern sich die Fischer und denken sich, warum sollen wir jetzt nochmal rausfahren? Das macht gar keinen Sinn, wo es jetzt schon hell ist. Warum sollen wir jetzt nochmal rausfahren, wenn wir die ganze Nacht schon hier gefischt haben und es war kein einziger Fisch im Netz? Aber dann lesen wir ab Vers 5 in Lukas 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Also würde so theoretisch gar keinen Sinn machen, aber weil du es gesagt hast, deswegen machen wir das jetzt. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihre Genossen in den anderen Schiffen, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen, und sie füllten beide Schiffe, sodass sie sanken. Und als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu seinen Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Den Entsetzten hatten ihn erfasst und alle, die bei ihnen waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. Gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Was heißt Bekehrung? Ja, Bekehrung heißt, sein Boot im Wasser zu lassen und jetzt Jesus nachzufolgen. Bekehrung heißt, erkennen, dass man ein sündiger Mensch ist, so wie Simon Petrus das hier gemacht hat, und dann mit seinem alten Leben einen radikalen Bruch zu machen und jetzt Jesus nachzufolgen. Das ist kein Prozess, dass wir sagen, okay, wir machen es langsam, das sehe ich nicht in der Bibel. Eine Bekehrung ist ein Punkt, wo wir uns sagen, ey, so geht es nicht weiter. Ab jetzt
drehe ich mich um, was das Wort Bekehrung heißt. Ich kehre mich von etwas ab zu Jesus hin, von meinem alten Leben. Und Jesus, das ist jetzt eine Wahrheit, Jesus betretet in deinem Leben auch das Lebensboot, in dem Leben von jedem Menschen, ob du willst oder nicht. Jeder Mensch wird einmal in seinem Boot, da kommt einmal Jesus drauf. Und das wollen wir uns anschauen. In Hiob 33, Vers 28 bis 30 lesen wir, Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sehe. Gott hat mich erlöst. Das sagt ein Bekehrter auch. Ja, Gott hat mich erlöst, dass ich jetzt nicht mehr in die Hölle gehen muss, sondern ewig mit ihm leben kann. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden. Dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Das macht Jesus bei jedem zwei- oder dreimal. Jesus gibt dieses Angebot zwei- oder dreimal in dem Leben von jedem. Das heißt nicht, dass Jesus gewaltsam da sagt, so, du musst dich jetzt für mich entscheiden, sondern Jesus gibt das Angebot. Und das finde ich gewaltig. Das finde ich, das war mir vorher nicht so ganz bewusst. Aber dass das so klar als eine Tatsache dargestellt wird, wo man denkt, wenn man sich die Leute anschaut, die nicht bekehrt sind, dann zweifelt man daran und sagt, ja, bei denen war noch nie Jesus in dem Leben. Aber doch, das stimmt. Wenn ein Mensch auf dem Sterbebett liegt, kurz vor dem Tod und ist nicht bekehrt, dann hat Gott uns die Wahrheit gegeben, er sagt, ich war bei diesem Menschen, ich habe ihm die Chance gegeben, mindestens zwei oder dreimal habe ich bei ihm angeklopft, aber er wollte es nicht. Jeder Mensch mit 120%iger Sicherheit wird einmal dieses Angebot gemacht. Das ist eine Zusage, das finde ich wirklich gewaltig. Und warum macht Gott das? Warum geht er bei jedem zwei oder dreimal mindestens rein? Ja, das ist Johannes 3, Vers 16. Kann man immer für sowas anwenden. Weil Gott uns liebt. Weil er die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das beantwortet die Frage, warum wir Bekehrung brauchen. Wie Hiob es sagt, damit wir nicht zu den Toten gehen, sondern Gott ist gekommen, um mich zurückzuholen. Wir waren einmal bei Gott, das ist ja auch richtig. Wir waren einmal bei Gott, wir sind von ihm weggegangen und jetzt holt Gott uns zurück. Und wie das passiert, schauen wir uns auch noch an. Jeder Mensch muss in seinem Leben, und jetzt kommt wieder der Fragebogen, den wir hatten, jeder Mensch muss am Ende seines Lebens den Fragebogen abgeben. Und mit all diesen zigtausend Entscheidungen, die er gesetzt hat, mit all diesen Kreuzchen, die er gesetzt hat. Aber irgendwo in diesem riesigen Fragebogen, mit all diesen Entscheidungen, an mindestens zwei oder drei Stellen, gibt es eine Frage mit einem Sternchen. Kennt ihr das? Diese Fragen, wenn man so online was ausfüllt mit so einem Sternchen? So ein Pflichtfeld heißt das. Und das hatten wir auch letztens bei der Anmeldung bei der Gemeindefreizeit, wo dann dieses eine Feld war, ich muss so und so viel Geld an Peter überweisen. Und da war da ein Sternchen. Und ich hoffe, einige haben vorher wollten die schon klicken und dann so, nee, zuerst musst du das ausfüllen, musst du noch kurz dir das ausrechnen, damit der Peter das nicht mehr machen muss, musst du jetzt vorher das noch ausrechnen vorher. Und man konnte dieses Formular, man konnte sich nicht zur Gemeindefreizeit anmelden, wenn man nicht das Feld ausgefüllt hat. Und genauso ein Pflichtfeld gibt es zwei- oder dreimal in dem Leben eines Menschen. Du musst das ausfüllen. Gott gibt zwei- oder dreimal die Möglichkeit, dieses Feld mit Ja anzukreuzen. Aber wenn du das Kreuzchen nicht bei Ja machst, dann musst du es bei Nein machen, sonst kannst du mit dem Formular nicht weiterfahren. Du musst das Kreuzchen setzen. Ja oder Nein. Und wenn du nicht Ja sagst, dann heißt das automatisch Nein. Matthäus 12, Vers 30. Aber jetzt kann die Frage gestellt werden, ja okay, wenn ich dieses Kreuzchen irgendwo in meinem Leben setzen muss, wann kann ich mich denn überhaupt bekehren? Wann ist der Zeitpunkt, dieses Kreuzchen zu setzen? Wann ihr dieses Kreuzchen habt, persönlich, das ist bei jedem unterschiedlich. Aber ab wann und bis wann habe ich die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen? Und da lesen wir in Römer 10, Vers 9,
Wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass du aus den Toten dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Wenn wir das mit unserem Munde bekennen, ein kleines Baby kann das noch nicht für sich sagen, wie auch. Aber ab einem gewissen Alter, und das ist tatsächlich, man kann nicht sagen, ab 12 oder ab 10 oder ab 6. Bei mir war es mit 6 Jahren, wo ich das erste Mal dieses Bewusstsein hatte und dann bin ich bei mir im Zimmer hinter die Tür gegangen und habe gesagt, Gott, ich möchte auch so fröhlich sein wie diesen Mensch, den ich gerade im Gottesdienst da gesehen habe, der ein Zeugnis gegeben hat. Aber bei jedem Menschen ist dieses Alter anders. Aber es gibt einen Zeitpunkt, und das sieht man bei den Kindern ganz schnell, es gibt einen Zeitpunkt bei den Kindern, wo sie anfangen, bewusst diese Entscheidung zu treffen, ob sie jetzt was gut machen oder was richtig machen oder was falsch machen. Und dass sie das auch bewusst machen können. Sie können auch bewusst dann sagen, ja, ich weiß, dass das falsch ist, aber ich mache das jetzt trotzdem. Und ab diesem Zeitpunkt, und den weiß nur Gott und den weiß nur das Kind, das können wir von außen nicht bestimmen, ab diesem Zeitpunkt sündigt das Kind und braucht Errettung. Was davor ist, vor diesem Zeitpunkt, da sagt uns Gott die Gewissheit, lass die Kinder zu mir kommen, den Kindern gehört das Reich Gottes. Aber ab diesem Zeitpunkt sind sie sündig und brauchen einen Erretter. Und unsere Kinder werden nicht christlich, nur weil sie christlich erzogen werden, dass sie so in den Glauben, in die Bekehrung reinwachsen. Das passiert nicht so und ich finde das ganz gefährlich, weil wenn man die Kinder so erzieht, mit dem Gehorsam, ja, und mit der Vorschrift, dann erziehen wir kleine Pharisäer, die gesetzlich, ja, wir müssen das einhalten, das andere ist falsch, aber diese Kinder haben noch keine wahre Entscheidung in ihrem Leben beschlossen. Sie haben sich noch nicht wahrhaftig bekehrt. Und das ist, finde ich, eine ganz schwierige Sache und deswegen will ich diese Lehre jetzt hiermit auch einbinden, weil wir ja uns das ganze Thema Bekehrung anschauen. Bekehrung ist kein Prozess. Wie lange dauert denn dieser Prozess? Wenn ich mich jetzt heute sage, ja okay, ich will mich jetzt bekehren und ich fange diesen Prozess der Bekehrung an und morgen kommt Jesus, ist der Prozess dann schon vorbei, der Bekehrung? Nein, die Bekehrung ist ein Zeitpunkt. Nach der Bekehrung, das ist klar, nach der Bekehrung folgt der Prozess der Heiligung, wo wir Jesus immer ähnlicher werden. Aber die Bekehrung ist ein Zeitpunkt. Und die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 7, so bestimmt er wiederum einen gewissen Tag heute in David nach so langer Zeit sagend, wie vorhin gesagt worden ist, also wie schon damals bei David gesagt wurde, heute ist der Tag, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und das steht in der Bibel immer noch heute. Morgen steht da nicht gestern, wenn ihr das Wort gehört habt, verhärtet eure Herzen nicht. Es steht auch nicht morgen, wenn ihr das Wort hört. Nein, heute. Und für jeden Menschen gibt es ein heute. Mindestens 2 oder 3 Mal, wo er sagen kann, ja, heute habe ich das Wort Gottes gehört. Heute hat er angeklopft und wie hast du dich entschieden? Heute ist der Tag. Morgen kann es zu spät sein. Wenn ihr mich fragt, wann ich geboren wurde, dann sage ich euch auch nicht, ja, ich bin so zwischen November und Weihnachten geboren. Nein, dann sage ich euch der 3. Dezember 2002. Und wenn ihr mich fragt, wann ich geheiratet habe, dann sage ich euch auch ein Datum, wo ich geheiratet habe. Wo ich diese Entscheidung getroffen habe. Davor kann es manchmal ein Kampf sein, bei einer Geburt, da gibt es vorher Komplikationen, genauso wie es im Menschenleben auch ist. Ne? Soll ich mich bekehren? Ich habe schon so viele Predigten gehört. Eigentlich weiß ich doch, dass es das Richtige wäre. Das ist der Kampf davor. Aber dann, wenn die Entscheidung getroffen wird, das ist ein Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt bin ich ein Kind Gottes. Und Gott gibt mir dann in diesem Moment, an diesem Tag, wo die Tür offen ist, da gibt er mir die Möglichkeit, wo ich in seine Tür reingehen kann. Und ich kann das dann nicht in dem Moment sagen, ja, jetzt spüre ich gerade, dass einer dieser Momente da ist, wo ich das Kreuzchen setzen muss bei Ja oder Nein. Und wenn ich dann sage, ja, ich kann das ja noch am Sterbebett machen, dann
Gnade mit dir, dass an deinem Sterbebett wieder diese Frage in deinem Fragebogen kommt. Das können wir uns nicht aussuchen, wann diese Frage kommt. Wir sollen das nicht hinauszögern und sagen, ja, ich mache das doch irgendwann mal später, da kann ich mich immer noch bekehren. Jesus hat nur die Macht, auf Erden Sünden zu vergeben, Markus 2. Danach kommt das Gericht. Das heißt, wir müssen auf der Erde die Entscheidung treffen. Wir haben jetzt den Anfang, ne, als Kind irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, wo ich sündige. Und der letzte Zeitpunkt ist der letzte Atemzug, sage ich mal. Und nach deinem Tod kannst du diese Entscheidung nicht mehr treffen. Dann ist die Zeit der Prüfung abgelaufen. Dann muss jeder den Stift hinlegen, da kann keiner mehr ein Kreuz hinsetzen. Dann muss man den Zettel abgeben und dann ist es vorbei. Und dann wird geguckt, hast du das Kreuzchen bei Ja gesetzt oder bei Nein? Und jetzt wollen wir haben es schon sehr oft gehört, aber ich will diese Frage einfach auch klären, wenn wir zurück zur Folie mal kommen. Wir haben ja schon jetzt, ne, was heißt Bekehrung? Ja, wissen wir, Umkehr. Warum brauchen wir Bekehrung? Ja, weil wir sonst verloren gehen. Wann kann ich mich bekehren? Heute. Und wer kann bekehren? Wer kann bekehren? Eigentlich aus den ganzen Bibelstellen, die wir schon gelesen haben, da geht das eigentlich ganz klar hervor. Aber ich sag mal so, es gibt drei Möglichkeiten, die wir in Betracht ziehen können. Und das eine ist, Gott kann bekehren. Durch das Wirken eines Menschen kann sich ein anderer bekehren. Oder der Mensch muss sich selbst bekehren. Und jetzt machen wir ein kleines Quiz. Und meldet euch einfach mal bei den Antworten, die ihr für richtig haltet. Ich gehe nochmal durch. Gott kann bekehren. Durch das Wirken eines Menschen kann sich ein anderer bekehren. Der Mensch muss sich selbst bekehren. Ich warte jetzt ein bisschen zögerlich, aber ich habe ein paar Hände gesehen, die sich die ganzen drei Male gemeldet haben und das ist richtig. Und jetzt erstmal wollen wir das sortieren. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, hä? Wie kann das alles drei richtig sein? Gott kann bekehren, durch das Wirken eines Menschen kann sich ein anderer bekehren und der Mensch muss sich selbst bekehren. Ist es alles richtig? Und wenn wir jetzt die Bibelstellen angehen, die wir vorhin uns betrachtet haben, dann lesen wir überall, dass diese Erkenntnis, dass diese Bekehrung, dass eine passive Macht von außen diese Bekehrung bewirkt. Wenn wir Römer 12, Vers 2 nochmal einblenden, dann sehen wir, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt. Gott in seiner Gnade kommt zu uns Menschen und zieht uns zu sich hin. Das ist wie ein Tauziehen. Kennt ihr das, wenn man bei so einer, ja, ein paar starke Männer stehen auf der einen Seite und ein paar starke Männer auf der anderen Seite und dann zieht man und guckt, wer ist der Stärkere. Und so ist das in unserem Leben auch. Nur auf der einen Seite stehen wir und auf der anderen Seite steht Gott. Und Gott hält das Seil stramm. Und dreimal im Leben macht er so ein bisschen mehr Zug und dann ist die Entscheidung. Das kennt ihr Jungs, glaube ich, am besten. So, wenn man dann zieht und dann merkt man irgendwann mal so, der Gegendruck, der ist gerade richtig stark und dann gibt es einen Punkt, wo alles kippt oder halt nicht. Und man rafft sich nochmal und zieht zurück. Und so sind wir Menschen, wir versuchen immer gegenzuhalten und lassen uns nicht zurückziehen. Und in Römer 2, Vers 4 lesen wir, ein bisschen zurück im Römerbrief, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Die Güte Gottes leitet uns zur Buße. Und bei einer Bekehrung steht Gott immer an erster Stelle und gibt dir die Chance, die Seite zu wechseln. Gott steht bei einer Bekehrung als erstes da, weil, warum? Weil der Mensch von sich aus Gott niemals suchen würde. Ein Mensch würde niemals auf die Idee kommen, von sich selber, aus seinem Herzen, Gott zu suchen, um sich zu bekehren. Das löst Gott aus, diese Suche. Und das können wir aus Römer 3, Vers 10 entnehmen, bis Vers 12. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist
keiner, der verständig sei, da ist keiner, der Gott suche. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tue, da ist auch nicht einer. Und das ist, finde ich, deprimierend, wenn man das so sich anguckt. Aber das ist die Wahrheit, so wie wir bei der Erkenntnis schon gesehen haben. Wir Menschen sind arm. Wir brauchen Gott, dass er zu uns kommt. Wir müssen unsere Hände aufhalten, dass er in seiner Gnade zu uns kommt. Dass er ist auf der Suche. Er schaut nach uns die ganze Zeit aus und versucht, uns zu ihm zu ziehen. Und er ist auf der Suche. Da ist keiner, der verständig sei, dass keiner, der Gott suche. Und jetzt gibt es aber Leute, weil jetzt sind wir in so einer tricky Situation, das ist ein bisschen vage jetzt, dann gibt es Leute, die sagen, ja, jetzt muss aber Gott gehört das ganze Ruder. Der Mensch ist da komplett bei raus aus der Bekehrung. Der Mensch hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Das liegt allein bei Gott jetzt und sie geben das Ruder ganz Gott ab. Und da kann man ganz klar sagen, nein, so ist es auch nicht. Wir lernen, Gott gibt jedem die Möglichkeit, sein Kind zu werden, aber es braucht eben unsere Entscheidung, unser freier Wille, der dann sagt, mache ich bei Ja das Kreuzchen oder bei Nein? Gott gibt die Möglichkeit, aber wir Menschen müssen dann etwas tun. Und das wollen wir uns anschauen. Wir gucken wieder in die Situation der Jünger, wo wir vorhin waren, auf dem Boot, auf dem See. Die Entscheidung, alles stehen und liegen zu lassen, hat Gott nicht gesagt, hat Jesus nicht gesagt, du leg das jetzt hin, das ist ein Befehl, du musst das jetzt machen. Und dann haben die Jünger das gemacht. Die Jünger sind auf den Ruf Jesu gefolgt. Sie haben alles stehen und liegen gelassen. Dieser Aufruf, ein Menschenfischer zu sein, ging aus. Aber wir lesen auch in anderen Stellen, wo wir gucken, dass andere Menschen zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe so viel getan in meinem Leben, ich habe die Gesetze gehalten, was muss ich jetzt tun, um errettet zu werden? Da sagt Jesus ganz klar, guckt in das Herz des Menschen und sagt, du hast ein Problem mit Geld, du hast ein Problem mit, dass du ansehen willst in der Welt. Und das musst du jetzt liegen lassen, lass dein Besitz zurück und folg mir nach. Da kann der Aufruf ganz klar, verkauf alles, gib es den Armen und folge mir nach. Die Menschen konnten es nicht, die wollten es nicht. Der war dann betrübt, hat sich umgedreht und ist gegangen. Also es kann so ausfallen mit einer Ja-Antwort, wo Jesus nicht mal ganz direkt das sagen muss, sondern wo die Fischer, wo die alles liegen gelassen haben und nachgefolgt sind. Oder wo Jesus ganz klar sagt, mach das und das und das. Und so ist es ja bei uns auch. Manchmal hören wir uns eine Predigt an und da wird wirklich ganz genau zu uns gesprochen. Und dann reden wir noch mit jemandem und der sagt uns das ganz klar hinaus, was wir tun müssen. Aber wir können es dann nicht. Und manchmal reicht es, wie ich als Sechsjähriger, der nur gesehen hat, dass da jemand auf der Bühne am Lächeln war und dass ich dann gesagt habe, oh, ich will auch so fröhlich sein, wo das nicht mal ganz so klar war. Da habe ich einfach nur gesagt, ey, der ist glücklich, ich will auch glücklich sein. Also Gott zieht, der Mensch muss sich ziehen lassen, er muss nachgeben. Aber, was auch falsch ist, ein Mensch kann auch keinen anderen Menschen bekehren von sich aus. Das geht auch nicht. Wenn ich oder Chris oder Domme oder Andreas oder welcher Prediger auch immer, wenn jemand aus der Gemeinde jetzt zu einem anderen Menschen redet und sagt, hier, ja, du musst dich jetzt bekehren und dann tut der Mensch das. Ey, ich würde euch nicht hier rauslassen. Ich würde jedem Einzelnen, ich würde mich an die Tür stellen und jeden von euch bekehren, bevor ihr hier rausgeht. Ich würde keinen hier rauslassen. Ein Billy Graham, der so viele Menschen bekehrt hat, sage ich mal so, wo sich bei seiner Predigt viele Leute bekehrt haben, aber nicht alle. Wenn er das könnte, dann würde er durch die Straßen laufen und einfach die Leute bekehren. Aber das konnte er nicht. Das kann ein Mensch nicht tun. Wir können es nicht, aber Gott gebraucht uns, um Menschen zu bekehren, um Menschen aufzubauen. Das ist die Gemeinde. Gott nutzt uns alle in unseren Diensten. Das geht von Gott aus, dass wir diese Kraft bekommen. Bei einer Evangelisation, da würde sich niemand bekehren, wenn nicht vorher so viel dafür gebetet würde. Leute, das Gebet bewirkt so viel. Das Gebet ist einer der Sachen, die, meine ich, am unsichtbarsten sind in einer Gemeinde, aber die am meisten auswirkt. Dieser Dienst des Gebetes ist so einfach und wir können das alle. Gott hat uns Sachen gegeben, die wir alle gleich haben. Und eine Sache davon ist Gebet. Wir können alle beten.
Und dazu sind wir auch aufgerufen. Und mein Ziel ist es, Menschen zu Jesus zu führen und Menschen dann, und das soll unser alles Ziel sein, Menschen in die Gemeinde zu Jesus zu führen und in der Gemeinde dann aufzubauen im Glaubensleben. Aber das passiert alles nur durch Gottes Kraft. Also wir brauchen alle drei Punkte, wie wir gesagt haben. Wir brauchen, dass Gott den Menschen zieht. Gott gebraucht uns Menschen. Ganz selten ist auch, wie bei Paulus, ganz direkt ist er selber reingekommen und hat selber gesprochen, aber Gott gebraucht uns Menschen. Und der Mensch muss sich dann selber am Schluss die Entscheidung treffen. Da können wir keinen zu zwingen. Am Schluss kann man sich jetzt aber die Frage stellen, ja Marc, ich weiß jetzt, warum ich Bekehrung brauche und warum sie so wichtig ist, weil ich falsch lebe und mich umkehren muss, um nicht verloren zu gehen. Aber was bringt die Bekehrung mit sich? Der letzte Punkt auf der Folie. Was liefert die Bekehrung? Was bringt die Bekehrung mit sich? Was haben wir jetzt davon, dass wir uns bekehrt haben? Ja, okay, wir sind errettet, aber was liefert die Bekehrung noch? Sie bringt uns Rettung, klar, aber sie bringt uns etwas noch ganz Grundlegendes. Und das, wenn wir das verstanden haben, dann öffnet uns das auch wirklich die Augen. Wir lesen mal 1. Johannes 3, Vers 1. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir sollen Kinder Gottes heißen und wir beten im Vater unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Amen. Wir beten zu unserem Vater. Wir sind Kinder Gottes. Mit der Bekehrung adoptiert uns Gott. Ne, wie das bei Esther, bei den Kindern hier. Da hat der, wie hieß der Vater nochmal, Kinder? Mordechai. Der hat die Esther adoptiert. Und genauso sind wir Kinder Gottes, wir erlangen die Kindschaft Gottes mit unserer Bekehrung. Und meine Lieben, wir können sagen, wenn wir bekehrt sind, Vater, hol uns ab, dein Reich komme. In Blick auf die Wiederkunft können wir sagen, ja, ich freue mich schon drauf. Ich habe schon mal Heimweh richtig nach Gott, weil unser Vater, ich habe ihn noch nicht so direkt gesehen, aber ich weiß, irgendwann mal werde ich ihn sehen. Und irgendwann mal werde ich in mein Elternhaus, kann ich sagen, wieder zurückkehren. Und ich habe das jetzt auch gemerkt am Anfang der Ehe. Leonie hat es auch gemerkt. Man hatte am Anfang, als wir dann so in der Wohnung saßen, wir hatten zwei Möbelstücke, wir hatten das Bett und wir hatten das Sofa und einen kleinen Tisch. Und Küche war Schnellkocher und Yum-Yum-Soße. Und so saßen wir dann da und dann hat man ein bisschen Heimweh bekommen. Bei dem ganzen Stress mit der Wohnung, mit Essen machen, mit Geld ausgeben, da hat man sich irgendwie nur so gedacht, wie einfach war es bei Mama und Papa, die für alles gesorgt haben. Und da habe ich das so richtig verstanden. So, ne? Gott ist der Vater und wir sind seine Kinder. Und ich als Kind, ich habe mich manchmal nicht so gekümmert, aber ich wusste immer, ja, die Eltern, die kümmern sich um einen. Und so ist es auch. Der Gott, unser Vater, der kümmert sich um uns. Auch wenn wir es manchmal nicht wollen, dann greift er trotzdem ein in unser Leben und bewahrt uns vor einem Unfall. Und was ist die Eigenschaft, wenn wir Kinder sind? Ja, dann ist das festgeschrieben, dann kann man das nicht mehr lösen. Es gibt keinen Abfall vom Glauben, das muss man ganz klar sagen. Es gibt welche, die sagen, man muss sich als Christ auf jeden Tag aufs Neue, jeden Tag muss man sich bekehren. Aber ich mit Leonie, wenn wir mal schlecht zueinander uns benommen haben, dann sage ich auch nicht jeden Tag zu Leonie, ey, Leonie, willst du mich heute wieder heiraten? Willst du mich wieder heiraten? Oder wenn meinen Eltern ungehorsam war, ja, Mama, Papa, darf ich jetzt heute wieder euer Kind sein? Nein, das ist Unsinn. Und wir haben am Freitag, wir haben ja schon drüber gehört, da beim Geburtstag, da hatten wir so ein Bibelquiz und da mussten wir Personen aus der Bibel erraten und dann haben wir spaßeshalber immer gefragt, man musste dann fragen, so ja, war es eine Person im Neuen Testament oder im Alten Testament?
Und da haben wir mal gefragt, war die Person der Sohn seines Vaters? Einfach so, das war einfach lustig. Und wir haben das bei jedem immer gefragt, war die Person der Sohn seines Vaters? Ja klar, war der Sohn seines Vaters. Weil, geht nicht anders. Wir haben alle einen Vater. Und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, 1. Petrus 1, Vers 3. 1. Petrus 1, Vers 3, lesen wir das mal. Gepriesen sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat. Er hat uns wiedergezeugt. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wozu? Zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Ist für uns aufbewahrt, unbefleckt, unverweslich, unverwelklich. Das Erbe steht fest. Die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereitet ist, in den letzten Zeit geoffenbart zu werden. Ganz wichtiger Vers, Vers 5. Die ihr durch Gottes Macht, ist das der Vers? Nee. Vers 5. Die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereitet ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Das ist so stark. Lass das mal eingeblendet, René. Simon Petrus, der Fischer, der erkannt hatte, dass er Sünder ist, hat sich zu Jesus bekehrt und ist ihm gefolgt. Ja. Aber an dem Abend, wo Jesus verraten wurde, ist dieser gleiche Simon Petrus, hat gesagt, ey Jesus, es kann egal was passieren, wir können alle verfolgt werden, für dich gehe ich in den Tod. Und dann sagt Jesus, lieber Simon Petrus, du sagst das jetzt so laut, aber ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Nein, das kann nicht sein, ich sterbe für dich, Jesus. Und dann, als er verraten wurde, ist es so passiert. Petrus hat Jesus dreimal abgesagt. Dreimal gesagt, ich habe mit Jesus nichts zu tun. Und dieser Mensch hat sich bekehrt auf diesem Boot. Hat er gesagt, ich lasse alles liegen. Hat sein ganzes Leben für Jesus gegeben. Und jetzt sagt er, wer ist Jesus? Ich kenne ihn gar nicht. Aber was ist passiert? In Lukas 22, Vers 32 lesen wir, ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre und du bist einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Und jetzt kam Paulus in die Situation, wo man menschlich sagen könnte, ey, dieser Mensch, der ist vom Glauben abgefallen. So wie das in der Christenheit auch oft gesagt wird über andere. Ja, der war bekehrt und der ist jetzt vom Glauben abgefallen. Das könnte man über Petrus jetzt hier sagen. Ja, der hat dreimal gesagt, wie im Islam, wie das ist. Wenn da ein Kind von einem Vater sich bekehrt, da sagt der Vater, wir gehen jetzt zur Moschee und du musst Jesus abschwören. Und dreimal hat Petrus das jetzt hier gemacht. Aber Jesus erhält den Glauben in ihm und bewahrt ihn. Jesus betet für uns Gläubige, dass unser Glaube bewahrt wird, wie in Vers 5, 1. Petrus 1, Vers 5. Gott, durch Gottes Macht werden wir im Glauben bewahrt und getragen, dass wir das Ziel erreichen, dass wir das Erbe bekommen. Da trägt Gott uns durch. Leute, das ist Heilsgewissheit, was wir hier haben. Wenn wir uns wahrhaftig bekehrt haben, dann trägt Gott uns. Das macht Gott. Auch wenn wir manchmal wie Petrus so tief fallen, wo einfach alle sagen, ey, der ist vom Glauben abgefallen, dann betet Jesus für uns und sagt, du wirst nicht verloren gehen. Dich brauche ich noch in meinem Bau. Und später kommt Petrus zurück und wird ein super Zeugnis. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Was bringt die Bekehrung? Ja, die Gewissheit, dass wir errettet sind. In Ewigkeit errettet sind. Wir haben die Heilsgewissheit, wenn die Bekehrung echt war. Und manchmal kommt es vor, dass eine Bekehrung halt nicht echt ist. Und das manchmal auch im direkten Umfeld, wo man dachte, dass jemand bekehrt war und diese Person dann wieder komplett ins alte Leben zurückfällt. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten, was passiert ist.
Und zwar entweder wie bei Petrus, dass, oder wie bei Hiob auch, dass eine schwierige Phase jetzt kommt. Aber Gott trägt einen immer noch, weil du hast dich wahrhaftig bekehrt. Aber jetzt kommt so eine Phase, wo du richtig Gott absagst sozusagen, aber du bist weiterhin sein Kind. Du bist immer noch in der Sohnschaft. Dein Erbe ist immer noch da. Das ist die eine Möglichkeit. Gott hat dich aber immer noch fest im Griff. Oder es ist wie bei einem Judas Iskariot. Der optisch betrachtet, könnte man sagen, ja, der ist doch Jesus nachgefolgt. Der war einer in dem engsten Kreis. Jesus hatte so viele Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Dann hat er gesagt, ey, 12 Stück suche ich jetzt aus. Und einer davon war Judas. Und er hat Jesus verraten. Der Teufel ist in ihm, Judas war am Ende ein Werkzeug des Teufels geworden. Und Jesus sagt, Teufel, mach schnell mit dem, was du vorhast. Und sowas kann dann erschütternd sein, wenn jemand aus der Gemeinde vielleicht auch, wo es optisch betrachtet, ja, das war doch ein Jünger und das erschüttert einen dann so sehr. Aber Jesus sagt dann, in Johannes 14, Vers 1, sagt er, werdet nicht bestürzt, sondern haltet fest am Glauben. Das kann so erschütternd sein, wenn jemand, man dachte, er hat sich bekehrt und dann ist es doch nicht. Aber Jesus sagt, haltet fest, lasst euch nicht erschüttern, sondern haltet fest. Und sowas stimmt, das kann einen runterreißen, wenn man sowas mitbekommt. Aber das Zeug zeigt eben, dass die vierfache Saat aus Lukas 8, ne, wo der Same auf steinigen Boden gefallen ist. Und optisch denkt man, okay, ja, jetzt sprießt da was auf, aber sobald irgendwie die Sonne kommt und die Wurzeln versuchen, irgendwie Wasser zu saugen, dann ist da nichts, dann ist da steiniger Boden und die Pflanze verwelkt. Das ist dann eine Scheinbekehrung und das ist die zweite Möglichkeit, die es gibt, aber es gibt keinen Abfall. Es gibt nur, entweder ist man bekehrt oder man ist es nicht. Punkt. Und wenn wir bekehrt sind, kommen wir auch in den Himmel. Das ist die Gewissheit, die wir haben. Und das finde ich, das ist wunderschön, dass die Bibel da so klar ist. Und ihr Lieben, es gibt jetzt noch so viel zu Römer 12, Vers 2 zu sagen, aber ich denke, wir lassen es heute jetzt erstmal, wenn wir nochmal zur Folie zurückgehen, wir lassen es heute erstmal bei der Bekehrung. Ich hoffe, du hast verstanden, warum du Bekehrung brauchst oder warum Bekehrung wichtig ist für uns Christen, dass wir verstanden haben, worum es bei Bekehrung geht. Weil wir sind diejenigen, die den Auftrag haben, wenn wir schon bekehrt sind, andere Menschen zu bekehren. Und an diejenigen, die noch nicht bekehrt sind, kann ich nur sagen, komm doch heute. Heute ist der Tag vielleicht, wo Jesus an deine Tür klopft. Und wenn er dich ruft, dann hör auf seine Stimme. Mach das fest zwischen dir und zwischen Gott. Du musst dieses Pflichtfeld vielleicht heute ankreuzen. Dann setz das Kreuzchen doch bei Ja. Und hab diese Gewissheit, ey, nach dem Tod geht es weiter. Und deswegen frage ich ganz klar, willst du Jesus heute nachfolgen, ja oder nein? Wenn du nicht Ja sagst, dann sagst du jetzt automatisch Nein. Und wenn du in deinem Herzen spürst, du müsstest eigentlich Ja sagen. Du bist vielleicht in so einem Kampf, wo du die ganze Zeit gezweifelt hast und ich verstehe das noch nicht alles und warum und ich habe doch, auf der Welt geht es mir doch so gut, aber eigentlich tief in dir drin weißt du doch, es wäre doch das Richtige, heute Ja zu sagen zu der Kindschaft Gottes. Du kannst nur was gewinnen. Du kannst nur was gewinnen. Du kannst nur was gewinnen. Indem du das Kreuzchen bei Ja setzt, ist dir ein Riesenerbe zugesprochen. Und an alle Bekehrten unter uns will ich wirklich sagen, dass wir als Gemeinde, dass wir sagen können, lieber Vater, aber lieber Vater. Und macht euch nochmal bewusst, zu was ihr eigentlich Ja gesagt habt. Das war nicht, oh ja, jetzt sage ich Ja und die Kreuzchen danach, die setze ich jetzt trotzdem so, wie ich will. Nein, wenn du einmal Ja gesagt hast, dann sollen jetzt deine Entscheidungen, sollen jetzt durch die Prinzipien Gottes geleitet sein. Und es geht ganz schnell als Christ, dass man Ja sagt, aber dann trotzdem anders weiterlebt. Und dann betrüben wir den Heiligen Geist. Aber das alles, das wollen wir uns ein andermal anschauen, wo wir dann drüber reden, über den dritten Punkt, und zwar, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Und ich wünsche mir ganz viel Erkenntnis bei euch, dass das einfach Frucht bringt und dass der
der Heilige Geist in euren Herzen aufzeigt, wo in deinem Herzen noch Punkte sind, die Gott nicht so gefallen, und dass wir uns heute einfach neu sagen können, ja, ich habe damals ja gesagt zu Jesus und diese Punkte, die habe ich in meinem Herzen. Jesus, nimm die doch auch noch ein. Wollen wir noch zusammen aufstehen, dann bete ich noch zum Schluss. Ja, danke dir, Vater, dass du so gnädig bist und dass du gekommen bist, dass wir dich niemals suchen würden, und das weißt du. Und ja, wir wären verloren, wir würden dich niemals suchen, wir wären alle verloren gegangen, aber du bist gekommen. Du hast deinen Sohn geschickt, dass er wirklich persönlich für unsere Schuld, die wir haben in unserem Leben, dass er dafür stirbt, dass deine Gerechtigkeit bewahrt wird, dass er für unsere Schuld gestorben ist und dass wir jetzt nicht mehr diese Strafe tragen müssen. Und dafür danke ich dir, dass du uns etwas gegeben hast, obwohl wir ja dich eigentlich die ganze Zeit betrübt haben. Und ja, ich danke dir einfach, dass du da bist, dass du in unserem Leben bist, dass du in der Gemeinde bist. Und ich bitte dich, dass du einfach durch uns wirkst, dass wir einfach noch viele Menschen ja, zu dir leiten können und ja, im Glaubensleben begleiten. Amen.